Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Regionaljournal. Ich habe mich heute wieder in Schale geworfen und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn wir feiern unsere 50. Ausgabe und dafür gab es Glückwünsche. Liebe TV38-Fans, eine kleine Grußbotschaft heute mal aus dem Homeoffice für 50 Folgen Regionaljournal. Hallo, guten Morgen aus meiner Kreativecke. Hier. Von Kreativzeit. Ich habe gehört, dass das Regionaljournal seine 50. Sendung feiert und wollte mal liebe Grüße und viele Glückwünsche dalassen. 50 Sendungen TV38 Regionaljournal, da kann ich nur gratulieren. Bisher hat es mir immer viel Spaß gemacht, Sie zu moderieren und ich hoffe, dass ich das auch noch viele weitere Male machen kann. Also ich würde sagen, wir sehen uns in einer der nächsten Ausgaben und bis dahin alles Gute euch. 50 Folgen Regionaljournal. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Die ersten Folgen durfte ich sogar noch selber mitmoderieren. Das ist jetzt leider aus der Ferne nicht mehr so möglich. Ich bin mir ganz sicher, dass es noch viele, viele weitere werden. Zur 50. Ausgabe des Regionaljournals wünschen Simon und Aylin alles Gute an das TV38-Team und TV38. Und gratuliere recht herzlich jeden Einzelnen, der in dieser Sendung mitwirkt und dieses tolle Projekt ins Leben gerufen hat und an allen Moderatorinnen und Sendungsmachern. Ihr leistet wirklich eine tolle Arbeit und ihr könnt euch auf die Schulter klopfen. Mein Name ist Wolfram Gesirkis. Ich gratuliere TV38 zur 50. Ausgabe des Regionaljournals und freue mich über die gute Zusammenarbeit. Und auch, dass ich immer mal wieder Teil dieser Sendereihe sein darf. Gratuliere TV38 zur 50. Sendung im Regionaljournal. Ein Glückwunsch auch von mir an TV38 zur 50. Sendung Regionaljournal. Hallo, liebes Team. Als Schatzmeister von TV38 freue ich mich besonders über die 50 erfolgreichen Sendungen der Regionalsendung von TV38. Hey, Lieben, ich bin aktuell im Urlaub und habe mir sagen lassen, 50 Sendungen Regionaljournal. Da habe ich gedacht, schicke ich doch mal gerade kulinarische Grüße in die Region. Ihr habt super Arbeit geleistet. 50 Mal tolle Themen, tolle Gäste, ein tolles Team. Macht weiter so. Ich grüße im Namen unseres Teams, des Vorstands und als Geschäftsführer des Partnersenders Radio Uckerwelle und als Vorstandssprecher des Landesverbands der niedersächsischen Bürgermedien. Ich wünsche alles Gute. Ich freue mich wieder, wenn ich wieder da bin, dass wir tolle, spannende, neue Kochmahl-Sendung machen. Und in dem Zusammenhang würde ich sagen, ja, ihr feiert noch ein Stückchen, ich mache noch ein bisschen Urlaub und wenn ich wieder da bin, geht's entspannt weiter. Aus dem fernen Frankfurt wünsche ich liebe Grüße und alles Gute zu 50 Folgen. Ein neues Format braucht auch immer eine gute Prise Humor, ein starkes Team und viele engagierte Ehrenamtliche. Da passt es ganz gut, dass wir bei TV38 genau die richtigen Zutaten haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regionaljournal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Im Frühjahr 23 startete bei TV38 das neue Magazin Regionaljournal. Wir haben einen Blick in unsere Schatzkammer geworfen und haben dort das ein oder andere Highlight gefunden. Wöchentlich berichten wir über regionale Neuigkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Jetzt haben wir euch hier einfach mal so überrascht. Macht dich das nervös oder ist es in Ordnung? Nein, das ist völlig in Ordnung. Schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Wir geben Bastel-, Fitness- und Techniktipps. Das hier ist jetzt eine sogenannte Funkstrecke. Liebe Herzblut, das Fernsehen war dabei. Ich würde sagen, guten Appetit. Sie lieben gute Bücher. Dann sind Sie in der Stadtbibliothek Salzgitter genau richtig. Let's go! Sprechen mit bekannten Persönlichkeiten aus der Region. Zumal auch eben das Land Niedersachsen weiß, was es an Wolfsburg und an dieser Region, die ja auch die TV38-Region ist, hat. Und da kann ja jedes Unternehmer überlegen, was können wir beitragen. So wie mit den Menschen aus der Nachbarschaft. Bei den Schmerzen ganz, ganz viel wirklich die Ernährung. Ich freue mich immer, wenn ich anderen das auch zeigen kann. Ja, Medienkompetenz, das bringen wir mit dem Unterricht ein. Unser Einsatzstichwort war Verkehrsunfall der Stufe 3. Auch der eine oder andere Promi kommt zu Wort. Ich dachte nie, dass das irgendwie ein Beruf für mich wäre, den man ausüben könnte. Vergeben ist für mich positiv. Das ist die Gabe. Ich gebe dir diese Vergebung. Das ist ein Geschenk. Erstmal freue ich mich, dass es so ein buntes Programm ist. Also, dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Hauptsache, wir haben alle Spaß. Wir fangen da an. Auch bei uns in der Krise. Nein, was? Das ist aber auch schon wieder ein Text, Junge. Also, ich blamiere, egal, ich sag's einfach weißt so. Weißt du,
Ich habe schon vergessen, was wir davor hatten. Gute Laune und Action hier. Mach nochmal von vorne, das war scheiße. Ich habe mich versprochen, glaube ich. Wenn du da einmal stehst, kannst du mir nochmal meinen zu trinken geben, bitte? Heute klopfen wir uns selber mal auf die Schulter und freuen uns über die 50. Sendung unseres Regionaljournals bei TV38. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Das wollten wir ja nicht mehr sagen, Mensch. Machen Sie es gut. Ne? In einem Wisch durch. Ne? Also nur mit Profis arbeitest du hier. Wir feiern heute nicht nur die 50. Ausgabe des Regionaljournals, sondern auch den Internationalen Weltfrauentag, auch Feministischen Kampftag genannt. Und kennt ihr eigentlich das Frauenarchiv? Nein? Dann solltet ihr für den nächsten Beitrag genau zuhören, denn das Frauenarchiv in Braunschweig sammelt Material zur Geschichte Braunschweiger Frauen und Frauenorganisationen. Warum sie das tun und was genau im Archiv vorzufinden ist, das haben wir für euch herausgefunden. Wir aßen noch ein wenig und legten uns gegen 10:30 ins Bett. Wir waren noch nicht warm geworden, als die Sirene ertönte. Voralarm. Es war 11:30. Missmutig standen wir auf, packten die Betten zusammen, schleppten alles in den Keller und blieben unten. Es dauerte aber nur eine halbe Stunde, dann kam die Vorentwarnung. Da ich glaubte, dass diese Nacht nicht weiterkommen würde, war ich leichtsinnig genug, mich ganz auszuziehen, was wochenlang nicht vorgekommen war. Gegen 2:30 Sirene, gleich Vollalarm. Nun hieß es, in Eile wieder hinaus aus den Betten. Das Erste, das man tut, ist, dass man bei Alarm den Drahtfunk einstellt. Und der meldete, schnelle und schwere Kampfverbände im Raum Hannover-Braunschweig, die Spitze am Steinhuder Meer. Da konnten also die ersten schnellen Verbände innerhalb von 10 Minuten bei uns sein. Den Schlaf noch in den Augen, halb taumelnd vor Müdigkeit, so reißt man die Federbetten heraus und schleppt sie in den Keller. Der Korb mit Lebensmitteln und etwas Proviant für die Nacht steht schon immer bereit. Notdürftig gekämmt, schnell angezogen und hinunter in den kalten Keller. Nun würden wir wohl diese Nacht wieder kein Auge zutun. 2004 wurde das Frauenarchiv aus dem Stadtarchiv Braunschweig gebildet. Die Wurzeln dieses einzigartigen Frauenarchivs liegen in einem engagierten Frauenverein, der Archivmaterial aus allen erdenklichen Quellen gesammelt hat. Falls man nun aber nach einer ganz bestimmten Person in der Braunschweiger Geschichte sucht, kann man das für die Öffentlichkeit freigegebene Archivmaterial im Lesesaal einsehen. Das Frauenarchiv besteht mittlerweile aus 20 Metern, also ganz, es sind über 40 Einzelpersonen, die ihre Unterlagen abgegeben haben und auch über 20 Organisationen. Natürlich muss man, um das zu finden, wenn man kommt, wissen, wie suche ich. Dafür gibt es solche Findbücher. Hier sind alle Einzelpersonen alphabetisch aufgelistet, die ihre Unterlagen abgegeben haben und auch alle Organisationen hintereinander. Und in diesem Buch sind dann alle einzelnen Akten, Bilder, also alle Verzeichnungseinheiten, wie wir das nennen, aufgelistet. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sucht nach einer bestimmten Person, dann kann er hier in das Buch reinschauen oder auch in unsere Datenbank. Alle Dinge sind dort verzeichnet. Und dann kann man entweder thematisch suchen oder nach einer bestimmten Frau oder Organisation in diesem Bestand. Bei diesen zahlreichen Dokumenten fragt man sich natürlich, wie und wo wird all das gelagert? Alle Bestände des Stadtarchivs werden in speziellen Magazinen aufbewahrt. Die sind ausgestattet mit einer Rollregalanlage und sie sind klimatisiert. Also es gibt hier über das ganze Jahr gesehen stabile Temperaturen, 18 Grad und um die 50% Luftfeuchtigkeit. Das sind eben die Werte, die eben für die dauerhafte Archivierung geeignet sind. Alles, was sich hier im Archiv befindet, das wird für alle Ewigkeit sozusagen aufbewahrt und deswegen haben wir eben diese optimalen Lagerungsbedingungen. Frau Matusek hat uns aus dem Archiv ein sehr interessantes Stück gebracht, welches sie uns gern näher zeigen möchte. Ich habe hier zum Beispiel einmal das Tagebuch von Heide Gerloff. Heide Gerloff war eine Lehrerin in Braunschweig. Sie war 1892 geboren und ist 1981 verstorben. Sie hat uns zwei Tagebücher hinterlassen und unter anderem auch ein Bild von sich selbst, das sie abbildet in fortgeschrittenen Jahren. Und in dem Tagebuch ist alles Mögliche, ihr Alltagsleben geschildert und ich würde Ihnen da gerne eine Passage daraus hervorlesen, was die Bombennacht betrifft, die viele Braunschweiger ja miterlebt haben, aber die aus der Sicht einer Privatperson. Wir waren erst ganz kurze Zeit unten, da fielen die ersten Bomben. Wie einem da zumut ist, kann man gar nicht beschreiben.
Gleich nach den ersten Bombenabwürfen ging das Licht aus. Nun hatten wir auch keine Rundfunkmeldungen mehr und wir brauchten sie auch nicht mehr. Wir spürten am eigenen Leibe, was los war. Ein Rollen und Krachen, ein Bersten und Splittern. Herr, erbarme dich unser. Wir lagen wie immer auf dem Fußboden, hüllten uns im Dunkeln dicht aneinander. Wir hatten uns fest an den Händen gefasst und immer kamen neue Wellen schwerer Kampfflugzeuge. Bei jeder Detonation zuckten wir zusammen. Da bleibt ja nur noch die Frage, müssen alle Materialien, die man dem Archiv zur Verfügung stellen möchte, so außergewöhnlich sein? Oder kann man auch ganz Alltägliches einreichen? Dies ist natürlich ein sehr eindrucksvolles Beispiel eines Tagebuchs von einer Braunschweiger Bewohnerin, das ist natürlich sehr, das sehr besonders ist. Aber im Frauenarchiv möchten wir eigentlich die Breite abbilden und es geht gar nicht darum, besondere Ereignisse zu beleuchten, sondern einfach, wie ist das Leben der Frauen in Braunschweig gewesen zu verschiedenen Zeiten, auch an verschiedenen Orten, in verschiedenen Berufen. Also alles, was das Leben einer Frau in Braunschweig zeigt, ist dafür interessant und relevant. Alltagsphilosophie, so heißt einer unserer Neuzugänge im Programm von TV38. Bei dem Video-Podcast-Format lädt Bürgerreporter und ehrenamtlicher Moderator Anes Jacobi Gäste ein, um mit ihnen über das Leben zu philosophieren. Alltagsphilosophie, konntest du damit was anfangen? Boah, nee, auf Anhieb eigentlich nicht so viel. Ich dachte mir nämlich, ich habe immer am Tag so viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, ne? Und über die man auch gerne mit anderen Leuten philosophiert, auf der Couch hockt und ein bisschen quatscht. Ne? Das sind Themen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben und die manchmal vielleicht so in Vergessenheit geraten. Und deswegen dachte ich, ich mache da mal darüber einen Podcast. Was ist denn unser Thema? Weißt du das? Depression und Co. Ein Jahr im Ausland. Mega spannend. Habe ich auch mal gemacht. Thema Migration. Und heute am Start Kilian. Hallo. Und Tekin. Wie geht's dir? Gut, danke. Ja, wie geht's dir? Super. Heute mit Laura am Start. Grüß dich. Hallo. Bei den Depressionen scheinen sich irgendwie die Leute so ein bisschen, also die das noch nicht erlebt haben, die denken, naja, man ist faul, man hat keinen Bock. Für Außenstehende, die das gar nicht kennen auf jeden Fall, ja klar. Also ich finde, dass Amerikaner, so wie ich den Eindruck bekommen habe, sehr gastfreundlich sind. Und die meisten sind, wie du gerade gesagt hast, hier, du kannst das und das nehmen. Aber manchmal schon ein bisschen oberflächlich, oder? Habe ich den Eindruck. Oberflächlich auf jeden Fall. Ja, also so freundlich, aber sobald du da irgendwie zu sehr in die Tiefe gehst, ne, ja, dann können dir auch die Krallen rausfallen. Das stimmt. Das Gespräch in voller Länge findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf Spotify. Tja, Ostern steht vor der Tür und was lädt uns da alle ein, neben dem Ostereier suchen? Natürlich das Basteln. Und damit ihr auch wisst, wo ihr die Ostereier hintun sollt, zeigt euch Bianca heute eine süße Hasenpuschel-Tüten-Idee. Hallo, es ist wieder Kreativzeit. Heute machen wir aus braunen Papiertüten und ein bisschen Watte einen kleinen Hasenpuschel. So, an die Puschel fertig los. Wir brauchen gar nicht viel. Schere, ein bisschen Watte oder so einen kleinen Filzpuschel. Eine braune Papiertüte und ein Stückchen Schnur. In dem Fall wieder Jute-Schnur. Finde ich, dass das am besten dazu passt. So. Dann die Tüte auf. Und dann schneiden wir einfach nur die Ohren rein. Könnt es euch einzeichnen oder grob nach Gefühl. Einfach hier so ein Dreieck rausschneiden, dass es aussieht wie Ohren. Ich mache das hier mal noch ein bisschen schöner rund.
wird das. Also ihr könnt natürlich dann was reinfüllen, was ihr möchtet. Schokolade, Osterüberraschung, wie auch immer. Und dann wird die Tüte hier ein bisschen geknautscht. Gebunden. Wenn jetzt was drin wäre, wäre es ein bisschen ausgefüllter. Und dann wird nur noch der Hasenpuschel festgeklebt. Nehmt ihr euch einfach ein bisschen Kleber dahin, wo ihr es haben möchtet. Dann kommt das Stückchen Watte drauf. Muss natürlich ein bisschen trocknen. Und das war's dann auch schon. Dann viel Spaß mit der Idee und frohe Ostern. Na, mit so einer Tüte klappt das Sammeln der Ostereier natürlich wie von selbst. Damit wir dann auch fit sind zwischen den Ostersträuchern, zeigt uns Jannis aus den Rocket Studios heute Übungen für die Wirbelsäule und klärt uns auch auf, was es mit Bandscheibenvorfällen auf sich hat. Hi, ich bin Jannis von Rocket Studios und heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Wirbelsäulenverletzungen und im Speziellen beispielsweise Bandscheibenvorfällen beschäftigen. Bandscheibenvorfälle haben grundsätzlich relativ viele Faktoren. Das heißt, man kann nicht sagen, es gibt ein besonderes Ereignis in den meisten Fällen, das dazu geführt hat, dass wir beispielsweise einen Bandscheibenvorfall entwickeln. In den meisten Fällen ist es auch so, dass es erstmal gar keinen Bandscheibenvorfall gibt, sondern dass es eventuell erstmal eine Vorwölbung ist, die sich über einen längeren Zeitraum dann zu einem Bandscheibenvorfall, also einem Riss des Faserrings in der Bandscheibe, entwickelt. Großen Einfluss hat vor allem auch die Ernährung, die Regeneration und eventuell irgendwelche genetischen Vorerkrankungen. Was man jetzt zum Thema Bewegung auf jeden Fall präventiv oder aber auch nachdem man einen Bandscheibenvorfall hatte und rehabilitiert ist, machen kann, ist vor allem die Rumpfmuskulatur rund um die Wirbelsäule zu stärken. Dazu haben wir verschiedenste Anforderungen an unseren Rumpf, die unser Rumpf ausfüllen muss, die natürlich mit der Beweglichkeit der einzelnen Wirbel und Bandscheiben im Verhältnis stehen. Das heißt, kann unsere Wirbelsäule sich nach vorne beugen, nach hinten beugen, zur Seite beispielsweise oder aber auch rotieren, dann müssen wir das natürlich über die Muskulatur abbilden können und eventuell Fehlbewegungen, die wir gar nicht haben wollen, abfedern, damit das Ganze nicht von den passiven Strukturen, also den Wirbeln und den Bandscheiben, übernommen oder abgepuffert wird. Die Wirbel haben grundsätzlich auch andere Funktionen. Das heißt, unsere Wirbelsäule ist im oberen Segment anders gebaut als beispielsweise in der Brustwirbelsäule oder dann später in der Lendenwirbelsäule. Und dementsprechend ist eine Einschränkung in der Beweglichkeit oder Funktion eines Abschnittes, der für etwas Besonderes konstruiert ist, immer damit verbunden, dass der Körper super kompensiert, indem er dann eine darüber oder darunter liegende Struktur für diese Bewegung verwendet und dafür aber gar nicht hundertprozentig vorgesehen ist. Man muss natürlich sagen, dass jede Bewegung an sich, die möglich ist, auch von dem Körper ausgeführt werden kann. Das heißt, prinzipiell ist es nicht schlimm, beispielsweise aus einer gebeugten Position anzuheben, wenn die Kapazität der Wirbelsäule und der umliegenden Strukturen das ermöglicht. Wir gucken uns jetzt einmal alle Grundfunktionen der Wirbelsäule und der Rumpfmuskulatur an, die wir dementsprechend dann trainieren müssen oder wieder aufbauen müssen, falls es einen Bandscheibenvorfall oder eine Vorwölbung gab. Dazu starten wir erstmal ganz entspannt auf dem Boden oder auf einer Matte. Ein Klassiker, wenn es keine Beschwerden im unteren Bereich gibt aktuell, ist der Unterarmstütz. Bei dem Unterarmstütz halten wir die Position verhältnismäßig gerade, die Wirbelsäule ist neutral und die Rumpfmuskulatur sorgt jetzt dafür, dass wir nicht absinken, sondern die Position stabil in der Variante hier halten. Wir können den Schwierigkeitsgrad natürlich über zusätzliche Bewegungen beeinflussen oder aber einfach über die Haltedauer.
Eine schonendere Variante beispielsweise für diese Grundbewegung wäre eine Dead-Bug-Variante. Dazu legen wir uns einmal auf den Rücken, achten darauf, dass wir die Lendenwirbelsäule fest auf den Boden pressen und hier die gleiche Anforderung an den Rumpf stellen. Das heißt, wir wollen einmal beispielsweise gegengleich Arme und Beine nach vorne absenken. Jetzt führt das wieder dazu, dass wir in diese Position gezogen werden und eine Überstreckung wird hier wieder vermieden, indem wir gerade über die Bauchmuskulatur sehr, sehr viel Spannung ausüben. Das nächste, was unsere Wirbelsäule ausführen kann, ist eine Seitneigung. Da wir natürlich immer erstmal, bevor wir eine Bewegung ausführen, sicherstellen müssen, dass wir auch Fehlbewegungen oder potenziell schwierigere Varianten ausschließen müssen, müssen wir die Position erstmal halten können. Dafür können wir beispielsweise wieder auf unserer Matte in den Seitstütz gehen. Wir bringen einmal einen Ellenbogen unter die Schulter, die Füße werden einmal übereinander aufgestellt und wir heben einmal die Hüfte an. Jetzt sorgt die Rumpfmuskulatur dafür, dass das Becken nicht absinkt, also dass wir gerade unsere Seitneigung hier erstmal vermeiden. Um das Ganze ein wenig zu vereinfachen, können wir den Hebel verkürzen. Wir nehmen also einmal die Knie in die Beugung und stützen uns in der kürzeren Position einmal nach oben. Wenn das Ganze zu leicht ist, können wir selbstverständlich das Ganze auch einbeinig ausführen. Das gilt für alle heute gezeigten Varianten. Das nächste, was wir vermeiden müssen im Zweifelsfall, wäre eine Vorlage, also eine Beugung der Wirbelsäule. Dazu begeben wir uns einmal auf den Rücken. In der leichten Variante legen wir uns einmal komplett ab. Der Kopf liegt, die Hüfte wird so gekippt, dass wir zu Beginn die Lendenwirbelsäule am Boden haben und dann stützen wir einmal die Hüfte in die Luft. Jetzt merken wir die gesamte hintere Kette, die uns davor bewahrt, die Wirbelsäule in die Beugung fallen zu lassen. Wenn wir das Ganze ein bisschen schwieriger gestalten wollen, können wir die Ellenbogen unter die Schulter bringen. Fersen werden aufgestellt, die Beine sind leicht gebeugt und wir heben Brustbein und Hüfte einmal in die Luft. Unsere Wirbelsäule kann natürlich auch rotieren. Gerade bei einer Rotation, einer Verbringung in der Wirbelsäule, kann natürlich mangelnde Rumpfstabilität zu potenziellen Gefahren führen. Um das Ganze zu trainieren, brauchen wir irgendwo ein Gummiband, einen Zug von der Seite. Das kann egal welche Stärke sein. Wir begeben uns einmal in den Halbkniestand neben unser Gummiband. Wichtig dabei ist, dass wir das Bein, das weiter entfernt ist von unserem Anker, einmal aufstellen und nicht das Bein, das näher dran ist. Weil dann können wir die Wirbelsäulenrotation schon über die Hüfte abfangen und das wollen wir natürlich nicht. Wir bringen einmal die Hand in das Band, greifen nach dem Band und bemühen uns jetzt einmal frontal vor unserem Körper zu arbeiten. Das heißt, die Hüfte wird einmal gerade gestellt, wir strecken das Ganze nach vorne, jetzt zieht mich das Band stärker zur Seite, als wenn ich beispielsweise vor dem Körper bin. Davon können wir natürlich verschiedenste Varianten machen, das heißt, wir können das Ganze im Stand machen, im kompletten Kniestand oder aber auch im Sitzen. Entscheidend ist, dass wir natürlich das Gummiband in der Stärke so wählen, dass das Ganze für uns auch simpel auszuführen ist, aber eine gewisse Stabilität im Rumpf erfordert. Das heißt, es muss spürbar werden, dass es hier vorne schwieriger ist als nah vor dem Körper. Wenn wir jetzt in der Lage sind, alle genannten Rumpfanforderungen zu widerstehen, können wir das Ganze natürlich auch aktiv ausführen. Das heißt, hier rotieren wir nach außen, am Boden gehen wir aktiv in eine Beugung und eine Streckung. Beispielsweise klassische Sit-Ups sind eine Variante, die man wählen könnte. Es geht einmal Richtung Boden. Wir wollen natürlich die Beugung trainieren, das heißt, es geht wieder nach oben. Ihr könnt die Arme gerne zum Schwungholen nehmen. Dann geht es langsam wieder Richtung Boden. Wichtig dabei, nicht komplett ablegen, sondern immer Rumpfspannung beibehalten. Dann wollen wir selbstverständlich auch die Seitneigung der Wirbelsäule nochmal trainieren, und zwar aktiv. Dazu nehmen wir uns irgendein Gewicht. Das kann eine Tasche sein mit schweren Büchern oder egal, was ihr findet. Und wir wollen uns jetzt von dem Gewicht einmal zur Seite ziehen lassen, bis wir merken, dass es hier einen leichten Stretch gibt. Dann wollen wir aus der Muskulatur das Ganze wieder nach oben ziehen. Wir müssen nicht überstrecken. Wichtig ist, sauber zu arbeiten, ohne großartigen Schwung. Langsam zur Seite, langsam wieder aufrichten. Das war's für heute aus den Rocket Studios zum Thema Rumpfstabilität für Wirbelsäulenverletzungen oder Bandscheibenvorfälle. Bildet euch daraus bitte einfach einmal eine Routine, die ihr regelmäßig durchziehen könnt, und dann gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Probleme. Zu feiern haben wir heute nicht nur die 50. Sendung des Regionaljournals und den Internationalen Weltfrauentag, sondern auch die Lizenzverlängerung von TV38 bis 2031. Dazu kommt hier der Kommentar der Woche von Fred Baerbock.
50 Mal Regionaljournal, 50 Mal Infos, Talkservice und Unterhaltung. Kaum zu glauben. Im vergangenen Jahr vom neu formierten Redaktionsteam frisch ins Programm gehoben, zählt das Wochenmagazin von TV38 nun schon 50 Ausgaben. Danke, herzlichen Glückwunsch und toi 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 für die nächsten Folgen. Regionaljournal steht für das, was unseren gemeinnützigen Sender ausmacht. Vielfältiges Bürgerfernsehen von Menschen für Menschen in der Region. Bürgerfernsehen, das unsere Hauptamtlichen in der Sendezentrale Wolfsburg und im Studio Salzgitter mit immer mehr Ehrenamtlichen gemeinsam produzieren. Bürgerfernsehen, das genau in dieser Gemeinsamkeit zig Medienkompetenzen vermittelt, ob bei den Außendrehs, beim Produzieren in den Studios oder eben zusammen am digitalen Redaktionstisch im Newsroom. Und Regionaljournal steht für Bürgerfernsehen, das nicht nur informiert, sondern auch jede Menge kreative Freiheit bietet. Für unterhaltsames Fernsehen, für neue Formate und Ideen, die Film- und Moderationsbegeisterte ganz einfach ausprobieren können. Das alles und mehr macht uns beim Bürgerfernsehen, macht uns als Bürgersender überall im Land aus. Ob TV oder Radio, Bürgersender sind feste Säule im Rundfunksystem, neben den öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen Medien. Nicht von ungefähr hat die Versammlung der Landesmedienanstalt in Hannover jetzt erneut die Zulassung für TV38 verlängert. Einstimmig bis März 2031. TV38 habe sich zukunftsfest aufgestellt, so die Hauptbegründung. Heißt, unsere vor gut 5 Jahren gestartete Neuausrichtung hat sich gelohnt. Das war extrem viel Einsatz von Haupt- und Ehrenamtlichen wie auch Förderern. Zusammen haben wir Willkommenskultur, Standorte und Studios, das tägliche TV-Programm, aber auch Filmprojekte und das Vermitteln von Medienkompetenz auf deutlich höheres Level gebracht. Aber die Lizenzverlängerung ist nur ein Zwischenziel gewesen. Als gemeinnütziges Bürgerfernsehen in Südostniedersachsen sehen wir weiter Luft nach oben, wollen noch mehr Verbreitung im städtischen und ländlichen Raum erreichen, noch mehr Menschen, Vereinen und Einrichtungen beste Gelegenheit geben, mit ihren Themen bei uns auf Sendung zu gehen. Kommt einfach auf uns zu. Information und Meinungsbildung in bewegter Zeit können dabei nur gewinnen, wie auch und nicht zuletzt der Spaß im Umgang mit Medien. So wie beim TV38-Magazin Regionaljournal. Seine bisher 50 Ausgaben machen deutlich, wir leben Bürgerfernsehen. Ihr habt am Wochenende noch nichts vor? Dann zeigen wir euch jetzt an dieser Stelle die Veranstaltungstipps der Woche. Die TV38-Veranstaltungstipps für den 11. bis 17. März. Elvis, das Musical. Elvis Presley gilt mit 1 Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Das Musical ist gespickt mit all seinen großen Hits und eine einzigartige Zeitreise durch das Leben des King of Rock'n'Roll. Seit der Tourpremiere im Jahr 2014 begeistert die Erfolgsproduktion bereits über 500.000 Zuschauer in ganz Europa. Am Freitag, den 15. März um 20 Uhr in der Volkswagenhalle Braunschweig. Jürgen von der Lippe, voll fett. Bekannt aus 4 Jahrzehnten Bühne und TV mit Formaten wie So ist es oder Geld oder Liebe, steht der Komiker für meisterhafte, humorvolle Unterhaltung. Das Bühnenprogramm Voll fett verspricht eine unterhaltsame Show, die mit Witz und Intelligenz den Alltag aufgreift. Besucher können sich auf eine humorvolle Darbietung freuen, die nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregt. Am Samstag, den 16. März um 20 Uhr in der Lindenhalle in Wolfenbüttel. Bea und Banda. Leidenschaftlich pulsierend und zuweilen verträumt, so könnte man die Musik beschreiben, die Bea und Banda aus den verschiedenen Spannungswelten zwischen Tango und Jazz zelebrieren. Das Ganze wird stetig aufgeladen durch Druck von den Drums. Die 5 Bandmitglieder präsentieren mit ihren langjährigen Erfahrungen eine lebendige und frische Musik, die sehr vielseitig und originell ist. Am Freitag, den 15. März um 20 Uhr in der Kniestädter Kirche Salzgitter. Mallorca Party. Erlebt Wolfsburgs ultimative Mallorca Stehparty. Freut euch auf Ballermann-Hits, eine riesige Tanz- und Stehfläche, Top-DJs und einzigartiges Partyfeeling.
Mit speziellen Angeboten wie 1 Meter langen Strohhalmen und einer Outdoor-Lounge wird es ein unvergessliches Event für jeden, der auf Partys bis in den Morgen steht. Am Samstag, den 16. März ab 18 Uhr im kolumbianischen Pavillon in Wolfsburg. Das waren die TV38 Veranstaltungstipps. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir feiern jetzt noch ein bisschen die 50. Ausgabe des Regionaljournals. Ich freue mich, wenn ihr auch die nächsten 50 Folgen mit uns zusammenschaut. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.